Grüß euch miteinander, kommt nur gerade rein in die warme Stube. Ich bin Simon Schüri, der Präsident von MG Lyse, und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Online-Weihnachtsständli. Mein Name ist Fabrice Brunner, ich bin der Schlagzeuger von MG Lyse und ich arbeite als Aktivierungsfachmann HEV in einer Pflegeinstitution. In den letzten Wochen haben wir ganz viele Mails bekommen von interessierten Institutionen, Altersheim, Pflegeheim, die sich da für unser Online-Weihnachtsständli interessieren. Und ich habe gestern Abend noch die Anmeldeliste ergänzt. Und weisst du was, Simon? Ja. Jetzt sind es über 90 Institutionen aus der ganzen halben Deutschschweiz, die da interessiert sind, mitzuhelfen. Und sogar Spitäler. Das ist mega schön. Es hat uns sehr, sehr gefreut. Und es motiviert uns sehr, so etwas durchzuführen, wenn sich natürlich so viele interessieren. Und dieses Jahr war ja nicht ganz einfach gewesen. Auch wir Musikantinnen und Musikanten mussten in ganz kleinen Gruppen müssen proben, wenn überhaupt. Und dass wir das so heute durchführen können, das ist natürlich etwas sehr Schönes. Und jetzt, wir sind natürlich auch nicht allein, nicht nur ich und Fabrice da, sondern wir haben auch unsere Musikantinnen und Musikanten, unsere Kollegen dabei. Und dann sagen wir mal schnell Hallo, hallo miteinander. Hallo miteinander. Hallo! Du Simon. Vielleicht sollten wir mal etwas vorwärts machen. Die lieben Bewohnerinnen und Bewohner warten doch schon auf uns. Ja, wir sind ja nicht nur zum Gütsi essen und zum Reden da. Darum nehme ich mein Saxophon. Und was spielen wir als erstes, Fabrice? Das erste Stück, das wir spielen, ist ein modernes Weihnachtsstück. Und es heisst All I Want for Christmas is You. Thank you.
Das erste Stück hat schon ein bisschen Durst gegeben, Simon. Ich habe ein bisschen Glühwein mitgenommen. Ein Salzrezept von meinem Grossi. Du bist ein Guter. Komm, wir nehmen den Schluck. Ich senke dir da mal ein und muss auch schauen, dass ich das Bild nicht abhänge. Wir hocken dann mal ab und für das nächste Stück wird es eher bekannter sein. Tochter Zion heisst es. Da können wir ein bisschen dazu abhöckeln. Ja, das ist super. Leg das! Ja, merci vielmals, Fabrice. So, stoßen wir noch schnell an vor dem Stück. Wo hast du eigentlich die Triangel? Da habe ich da. Ist er dabei? So sehr gut, sehr gut. Also, Prost! Ja, Röstli. Und ich hoffe, ihr hockt nicht auf dem Trocknigen und habt hier etwas zu trinken. Komm, jetzt wollen wir anfangen zu spielen, Fabrice. So schnell mit Triangel nehmen. Okay, super. Bist du bereit? Bereit. Okay. Im Kanton Bern hat in den letzten Tagen und Wochen schon ein bisschen geschneit am einen oder anderen Ort. Und vielleicht hat es ja bei euch, dort wo ihr wohnt, auch schon ein bisschen geschneit. Es wäre ja schön, wenn es mal eine weisse Weihnachten wäre. Und aus diesem Anlass spielen wir jetzt «Leise rieselt der Schnee». Thank you.
Fabis, hast du auch gehört, klopft an die Tür? Ja. Kannst du schnell schauen? Ich gehe gerade. Ja, jemand da. Hey, das ist der Sammy Klaus. Hallo. So, hallo. Ich komme vom Wald und habe dir noch ein Geschenk mitgebracht. Ja, das ist der lieb. Aber Sammy Klaus, ich muss dir noch etwas sagen. Ich habe dieses Jahr keine Zeit, das Versli einzustudieren. Nicht? Nein. Wir von der Musikgesellschaft Lies haben ganz viele Weihnachtslieder geübt. Und die spielen wir jetzt. Spielen. Und wenn du willst, könntest du da zuhören. Da haben wir ein Buch mit alten Geschichten. Oh, ein altes Geschichtsbuch. Genau. Hast du gesehen, Simon? Ja, sieht gut aus. Kannst du etwas rauslesen? Büchli. Super, super. Das sieht also super aus. Ja, und eben schöne Weihnachten. Ja, merci. Ich will wieder raus in den Wald. Das ist super. Gut. Tschüss, Sammy Klaus. Tschüss zusammen. Tschüss. Dann ist doch gerade etwas vor, Fabrice. Komm, mach ja, das mache ich. Im schönen warmen Ofen. Ich tue zuerst das hier. Lese aus da, aus diesem Buch. Jetzt muss ich noch die Sherry führen, liebe Leute. Da habe ich hier im Küchenschrank Schrank versteckt. Bist du auch gespannt, was das für ein Buch ist? Ja, ich hoffe, es ist ein gutes Geschichtchen. Es wird schon gut sein. Schön goldig verpackt. Ja, da hat sich jemand Mühe gegeben. Oh! Von Ulrich Stubber heisst, und das Buch heisst «Auf den Bahnhof». Könnt mal schauen, «Auf den Bahnhof». Ist auch schon ein bisschen älteres. Dann lese doch etwas vor, ich bin gespannt. Also. Du da gerade im Inhaltsverzeichnis schauen. Aber so wie in diesem Buch sehe, sind das keine Weihnachtsgeschichten. Vielleicht im anderen Buch, das ich noch bekommen habe. Im alten Geschichtsbuch. Geschichte heisst «Ein Münchi». Auf Seite 41. Ein Münchi haben wir alle gern. Also, ich fange an. Ein Münchi. Um was es eigentlich genau gegangen ist, hätten allweg beide nicht mehr sagen. Weder die Ruth noch der Rudi. Ein Wort hat denk das andere ergeben. Und jetzt haben sie den ersten Ehekrach gehabt. Noch gäbe sie einen ganzen Monat zu heiraten gewesen. Sie sind beim Zmorgen gehockt, haben beide ein Hornippel gemacht, einander vorbei Löcher in die Luft geschaut und ganze Bücher vollgeschwiegen. «Willst du noch Kaffee?» hat ihn die Ruth untereinander gefragt. In einem Ton konnte heissen, «Willst du einen Klapf?» «Merci» hat er gesagt. «Merci ja oder merci nein?» «Merci nein.» Er hat gesagt, wie wenn er eine dumme Kuh würde meinen. Aber warum musste Ruth am Morgen alleine müssen? Es hat dafür den gleichen Tag, merke ich nichts, wo er seine Jacke gesucht hat. Und er ist gewiss wirklich die Kutte reichen, weil er die Jacke nicht finden konnte. Der Gring hat ihm nicht zugegeben zu fragen. Ins Auto mussten sie doch gleich zusammen einsteigen. Der Rudi ist mit dem Auto auf die Arbeit gefahren und hat die Route am Bahnhof abgeladen, dass es mit dem Zug auf Bern ins Büro arbeiten konnte. Das war auch diesem Morgen nicht anders gewesen. Fahrpläne und Betriebsordnung haben keine Rücksicht genommen auf Ehekrach. Gerät haben sie hingegen den ganzen Weg nichts. Und das Auto hat das Gespür bekommen, dass der Haussegen nicht ganz gerade ist. Gas geben, bremsen, wieder Gas geben, wieder bremsen. Der Rudi ist beim Bahnhof zu suchen gefahren und es hat geigset beim Bremsen. Der Motor hat er laufen. Sonst aber hat er ihn abgestellt und ist noch ausgestiegen zum Adieu sagen. Adieu hat er auch gesagt. Und es hat tönt wie ein frisch geschliffenes Messer. Und auch sein Adieu war nicht viel feiner gewesen, wenn er etwa einen Nagelschuh am Kopf. Die Route ist ausgestiegen, die Türe hat es mit Anlauf zugeschmettert, dass das ganze Auto gewackelt hat. Nachher ist es mit langen, festen Schritten davon gelaufen und hat nicht mehr hinterher geschaut.
Auch nicht, wo die Pneus gepfiffen beim Davonfahren. Der Rudi hat zwar noch im Rückspiegel geschaut, ob sie sich umdrehen. Aber gewunken hat er auch dann nicht. Wie ein Verrückter ist er am Güterbahnhof durchgerasen. Dabei war er dann nicht etwa zu spät, eher zu früh. Und vorne wie ein Aff links um die Kurve, dass es nur so geigset hat. Und nachher hat er frech aus der Nebenstrasse in die Hauptstrasse zwischen zwei Wegen reingedrückt. Aber etwas weiter vorne, wo er wollte überholen, ist er unter einmal vor einem Lastwagen gestanden. Der hat gehornet und bremset, der Rudi schon auf die Bremse gestanden und um ein Härli sind sie aneinander vorbeikommen. Viel hat weiss Gott nicht mehr gefällt. Beim Weiterfahren haben ihm Knäuel geschlottert. Mal hat er sich gesagt, jetzt wäre es bald noch letzt gegangen. Und nicht einmal ein Münchi hätte ihm Rudi gegeben gehabt, hat er vor sich angebrümmelt. Bei der nächsten Kreuzung hat er rechts runtergehauen und ist unterdurch wieder gegen den Bahnhof zurückgefahren. Parkplätze hat er keinen gefunden. Aber das war ihm jetzt gerade gleich gewesen. Zmitten unter einem Parkverbot hat er das Auto stehen und ist raus, was gibst, was hast, über die Straße gesprungen und in den Bahnhof verschwunden. Gang zwei Dritte auf einmal hat er genommen, als er zum Perron raufgejuffelt ist. Er hat gekeichert und herumgeschaut und gesehen, dass der Zug noch da ist. Jetzt ist er dem Zug nachgegangen. Gegen vorne, gegen die Locke, hat die alle Fenster geäugt und das Rudi gesucht. Da war es nicht. Da auch nicht. Dort auch nicht. Und dann im nächsten Wagen. Schon hat es geheißen, einsteigen bitte. Und der Rudi ist noch etwas gleitiger gelaufen, fast gar ein bisschen gesprungen. Und dann hat er das Rudi endlich gesehen. Er hat an die Scheibe gepfustet und hat nicht lange müssen warten, bis das Fenster runtergegangen ist. Das Rudi hat rausgeschaut und ganz verwundert gefragt, was ist denn irgendwo auch los? Da hat er die Hänge auf den Fensterrahmen gelegt und sich aussen nachher aufgezogen. Und seht, dass der Kondukteur hat geschumpfen wie ein Rohrspatz, haben sich die beiden ein Mündchen gegeben, das eine Welt wieder in Ordnung gemacht hat. Das war die Geschichte von einem Mündchen. Genau, das Mündchen haben wir alle gerne. Und ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Mir hat es Spass gemacht, die euch vorzulegen. Sehr schöne Geschichte, Fabrice. Merci vielmal. Jetzt würde ich sagen, jetzt spielen wir noch eins, Chase. Du hast ja ein modernes Geschichtchen gehabt. Dann würde ich auch sagen, wir würden ein modernes Stück spielen. Das heisst Joshua. Und ja, dann machen wir uns doch mal parat. Ich tue dann noch ein bisschen Ständer rauf. Und ich gehe wieder. Das Schlagzeug. So. Bist du parat, Fabrice? Ich bin parat. Sehr gut.
Ja, das hat Durst gegeben vorhin. So, schau da. Merci vielmal. Fröschli. Prost. Das klingt gut. Ja, das spielt mir doch gerade kling, löckling, kling. Ja, das ist gut. Und du weißt was, Simon, ich mache, glaube ich, in diesem Stück mal ein bisschen Pause. Wirklich? Ja, weil bei uns in der Musik haben wir auch noch unseren Fähnrich. Und der spielt auch Perkussionsinstrument. Und der kann gut einen Part übernehmen. Dann kann ich da mein Glühwein fertig trinken. Und ich hoffe, ihr seid auch nicht auf dem Trocknigen. Also, dann fange ich mal an. Wenn ihr mitspielst. Ich sage euch, ich habe langsam ein kaltes Viertel bekommen, da hinten auf dem Schlagzeug. Stuhl. Und darum gehe ich jetzt zurück zum Kachelofen und schaue mal, was dort in diesem alten Geschichtsbuch für eine Geschichte vorkommt. Du suchst gerade Geschichte für uns suchen. Emmy, das Teure also. Das glaube ich ja nicht. Das ist ja meine Geschichte, die ich geschrieben habe. Und jetzt hat die mir der Sammy Klaus zurückgebracht. Ich habe die nämlich letztes Jahr vergessen. Ich habe die irgendwo liegen und jetzt hat die mir der Sammy Klaus zurückgebracht. Die Geschichte, die ich lese, heisst Anna und der Gutig Tannzapfen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es ist schön, finde ich die wieder. Ich habe sie darum schon gesucht. Seit Tagen sind im Dorf die Arbeiten für Heiligabend und die Weihnachten auf Hochtouren gelaufen. Auch bei der Familie von Anna sind die Vorbereitungen ganz im Zeichen vor Weihnachten gestanden. Die Familie hat in bescheidenen Verhältnissen gelebt. Geld hatte sie nicht so viel gehabt. Für das tägliche Essen hat der Vater und die Arbeiter vom Bauernhof viel gekrampft. Es hat gerade knapp gelangt zum Leben. Und so hat auch niemand von der Familie Hunger haben. Im alten Bauernhaus der Familie hat es fein nach frisch backnigen Zimtsternen, Mailänderli, Brezeli, Dirkeli und aller Gatti Gutzli geschmückt, wo die Mutter ein paar Tage vorher gebacken hat. Die Mutter von Anna ist in der Küche gestanden
und hat das Essen für den Heiligabend vorbereitet. Die Anna war das einzige Kind der Familie. Sie ist verträumt auf dem Kachelofen gehöckelt und hat die schöne weihnachtliche Wohnstube angeschaut. Weil die Familie bescheidenen Verhältnis gelebt hat, war die Weihnachtszeit für die Anna immer etwas Besonderes gewesen. Die Wohnstube der Familie war schön feierlich dekoriert gewesen. Vom Schmiedeofen her hat es küstig nach geräuchtem Speck und Schwartenwürst geschmeckt. Und der Feinduft ist der Anna gerade in die Nase. Ungeduldig hat sie auf die grosse Uhr an der Wand geschaut. Noch eine Stunde, dann geht es endlich los, hat die Anna gesagt. Mit leicht zitterigen Händen hat sie in ihren Hosentaschen geschaut, ob sie die Zähmchen noch drinnen hat und ob sie noch ganz sind. Schliesslich wollte sie sie dann im Wald setzen. Annas Wunsch war es, Frieden auf der Welt. Für alle Menschen genug zu essen, so dass niemand Hunger haben muss. Wie schön es doch wäre, wenn sie den Leuten zu essen bringen könnten, die fast nichts haben. Aber leider hat ihre Familie selber auch fast nichts, ist ihr in den Sinn gekommen. Und weil sie die Sämchen wollte setzen, hat sie sich diesen Wunsch wünschen. Ein Wunder müsse passieren, dass sie das machen könnten. In der Familie voran war es seit Generationen Tradition, dass man Heiligabend im Wald eine Tanne fällen konnte, die in der Wohnstube schön geschmückt wurde. Der Anna, ihr Vater, ist mit seinen Winterschuhen und den Wadenbinden in der Wohnstubentür gestanden. Komm, wir wollen gehen, hat er gesagt, und die Anna aus ihrem träumerischen Dasein geweckt. Endlich geht's los, hat die Anna geantwortet. Sie ist in ihr Zimmer gegangen und hat ihr gelesen Pullover, die Händchen, ein Halstuch, eine dicke Jacke und eine Kappe aus ihrem Schrank vorgenommen. An der Kappe hatte Anna grosse Freude gehabt. Sie hat es an letztjährigen Weihnachten vom Grossi geschenkt bekommen. Sie hat nochmal in ihre Hosentasche gelangt und zusammen in die Jackentasche umgeschüttet, bevor sie aus dem Zimmer ist. Nachher ist sie in den Shop rüber, wo der Vater schon angefangen hat, den Hornschlitten parat zu machen. Dann hat noch das Bierli und ein paar Seele draufgeladen, bevor es losgegangen ist. Draussen war es kalt gewesen. Vom Himmel sind Schneeflocken runtergefallen, die die Natur in eine wunderprächtige Schneelandschaft verwandelt haben. Eine besondere schöne Stimmung war es, wo die beiden durch einen Meter hoch Schnee gelaufen sind. Anna ist hinter dem Hornschlitten ihrem Vater nachgelaufen, wo er kräftig an der Seele gezogen hat. Jetzt muss ich schnell schauen, auf welcher Seite ich bin. Trotz der warmen Kleider hat Anna die Kälte gespürt. Wieder hat sie an ihr Sämchen und den Wunsch gedacht. Frieden auf der Welt, alle Leute sollen genug zu essen haben und dass man einem so leben lässt, wie es ist. Nach etwa 30 Minuten durch einen Meter hoch Schnee sind die beiden an ein Waldstück hergekommen. Die Augen von Anna haben angefangen zu leuchten, wo sie auf einen schneebedeckten Boden geschaut hat. Füchse, Dachs, Rehe und verschiedene Vogelarten haben ihre Spuren und Abdrücke im Schnee hinterlassen, die in dichten Wald geführt haben. Die beiden sind in den dichten Wald hineingegangen. Im Wald war eine magische, stille Stimmung. Und dann hatte das Gefühl, dass sie von diesen Tieren, die ihre Spuren im Schnee hinterlassen haben, beobachtet wird. Eine schöne, mit Eiskristall und Eiszapfen bedeckte Tanne ist der Anna und ihrem Vater aufgefallen. Der Vater ist mit dem Hornschlitten zur Tanne her, hat das Bierli genommen und die Tanne mit ein paar Schlägen umgeladen. Zusammen haben sie die Tanne auf den Hornschlitten geladen. Ich habe mich gerade verschaut, excuse, das passiert manchmal. Da, super. Zusammen haben sie die Tanne auf den Hornschlitten geladen. Währenddem der Vater die Tanne auf dem Hornschlitten festgebunden hat, ist der Anna ihr Moment gekommen. Sie hat ihren Samen aus der Jackentasche vorgenommen. Dicht neben der umgefällten Tanne hat sie mit ihren Händen den Schnee vom Boden weggekratzt.
In die halb gefrorene Erde hat sie ein Loch gegraben. Vor Kälte haben ihre Hände schon ein bisschen weh gemacht. Sie hat die Sämli in die Mulde gelegt und ein schönes Häufchen mit Erde zugedeckt. Und dabei hat sie wieder an ihren Wunsch gedacht. Frieden auf der Welt. Alle Leute sollen genug zu essen haben und dass man dann so leben lässt, wie es sein sollte. Nachdem die Anna alles schön säufelig zugedeckt hatte, ist sie zum Vater übergelaufen, der sich auf dem Hornschlitten ein bisschen ausgeruht hat und auf die Anna gewartet hat. Der Vater hat noch einen Schluck vom Glühwein genommen und das mache ich jetzt auch kurz. So, weiter geht's. Ich hoffe, ihr mögt noch. Zusammen sind sie mit der Tanne auf dem Hornschlitten aus dem Wald und der Weg zurück ins Bauernhaus. Wo die beiden glücklich und erschöpft sind zurückgekommen, haben sie den Tannenbaum in den Schopf gestellt. Der Vater hat den Strunk vor der Tanne säuberlich zugespitzt. Nachher ist die Tanne in der Stube aufgestellt worden. Die Tanne hat der Mutter beim Schmücken vom Weihnachtsbaum geholfen. Aus der Küche hat es herrlich nach einem feinen Weihnachtsessen geschmeckt. Das Jahr ist der Baum besonders schön geworden, hat Anna gedacht. Unter anderem ist am Weihnachtsbaum auch richtige Schokolade und Berner Rosenöpfelbaum angehängt worden. Als der Baum fertig geschmückt und dekoriert war, hat die Mutter alle Leute für das Essen zusammengerufen. Der Vater, das Grossi, der Grossvater und alle Helfer vom Bauernhof sind schön angelegt, einen grossen Stubentisch hergehockt. Es war schön, der Familie von Anna. Man hat sich die Bäuche voll gegessen, gesungen, gelacht und geredet. Für eine kurze Zeit hat man das strenge Bauernleben vergessen. Auf das Dessert haben sich auch alle gefreut. Die Anna hat der Mutter geholfen, die allergattig bachnige Gutschen auf den Tisch zu stellen. Kaffee und Tee hat man auch noch serviert. Nach dem Dessert sind alle vor dem geschmückten Tannenbaum gehockt. Die Tanne hat auf dem Kachelofen Platz genommen, wo es schön warm war. Als die Tanne zum Tannenbaum schaut, denkt sie, ob mein Wunsch echt eines Tages in Erfüllung geht. Wie jedes Jahr hat nach dem Essen die Grossmutter ein altes Geschichtsbuch vorgenommen und ein paar Geschichten daraus vorgelesen. Als das Feuer langsam zu Ende gegangen ist und man die Sachen noch vom Stubentisch verräumt hatte, sind alle ins Bett. Müde, aber glücklich hat Anna noch einmal an den schönen heiligen Abend gedacht und was sie alles erlebt hat. Auch an ihren Wunsch hat sie noch einmal gedacht, bevor sie eingeschlafen ist. Und wieder hat sie überlegt und gedacht, Frieden auf der Welt. Alle Leute sollen genug zu essen haben und dass man einander leben lassen. Das Jahr darauf und noch viel weitere Jahre ist Anna mit ihrem Vater an Heiligabend an den Tannen fällen. Aus den Sämli, die sie gesetzt hatte, ist ihre Tanne jedes Jahr ein bisschen grösser und schöner geworden. Tanne war mittlerweile auch verheiratet und hat ihre Familientradition weitergeführt mit den eigenen Kindern. Viele weitere Jahre später, an Heiligabend, als sie mit ihren Kindern in den Wald kam, hat sie das Goldige glänzen und leuchten bei ihrer Tanne. An der Tanne erst sind goldige Tannenzäpfel gehangen. Ab jetzt hat der Tannenbaum jedes Jahr an Heiligabend und Weihnachten goldige Tannenzäpfel dran gehabt. Von diesem Jahr an hat Anna jedes Jahr die Tannenzäpfel in der Stadt unter verkauft und hat mit dem Geld den Leuten das Essen gekauft und das Essen verteilt. Sie hat wieder an ihren Wunsch zurückgedacht und war glücklich, dass sie die Welt ein Stückchen besser machen konnte. Das war die Geschichte von diesem goldenen Tannenzapfen. Auch ich und die ganze Musikgesellschaft Lies wünschen euch viel Gesundheit, Frieden und auch genug zu essen. Essen ist wirklich immer wichtig und etwas Schönes. Und jetzt würde ich sagen, spielen wir noch ein paar Weihnachtslieder.
Simon. Und lasst den Tag ausklingen. Merci vielmals, Fabrice, für die schöne Geschichte. Dann würden wir weiterfahren mit «O du Fröhliche, O du Selige». Kommst du wieder von Triangeln? Ja, ich komme doch wieder ein Triangel. Sehr schön. Jetzt kommen wir noch zum letzten Stück, aber vorher möchte ich euch im Namen der Musikgesellschaft Lies Merci sagen für das zahlreiche Einschalten. Und auch dir, Fabrice, merci vielmals für deine schönen Geschichten. Vor allem die selbergeschriebenen, hat mir sehr gut gefallen. Merci vielmals. Ja, das habe ich sehr gerne gemacht für euch, liebe Bewohnerinnen und Bewohner. Und auch den Leuten im Spital. Und natürlich für so ein Projekt wie das Video hier braucht ganz viele Leute. Wir hatten Leute, die diesen Raum dekoriert haben. Unser Dirigent, der mit uns die Stücke geübt hat. Und dann auch Leute, die die Musik abgemischt haben für das Video. Und natürlich auch das Kamerateam. Und jetzt, wie der Simon schon erwähnt hat, kommen wir zum letzten Stück, Stille Nacht. Geniessen es. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Macht's gut. Tschüss zusammen, schöne Weihnachten.